Ein klarer Blick in die Zukunft ist den Fachbesuchern auf der Glastec in Düsseldorf geboten worden. Aber auch nicht transparente Flächen erstaunten. Architekten freuen sich über ungeahnte Möglichkeiten. Der Besucher hat hier wieder auf der Glastec gesehen, welche Innovationen es bei dem Werkstoffglas gibt und bei der Bearbeitung des Glases. Und das Feedback, das wir bisher haben, ist wirklich, dass die Glastec wieder gezeigt hat, was im Moment Trend ist in der Branche. Erstmals zog auch die Fachausstellung für solare Produktionstechnik, die SolarPEC, Besucher an. Solarstrom ohne Glas, beinahe undenkbar. Also die SolarPEC ist gut angekommen bei den Besuchern. Die Aussteller sind zufrieden mit ihrer Beteiligung. Vor allem auch, weil sie gemerkt haben, durch diese Parallelität mit der Glastec haben wir die Internationalität der Besucher natürlich auch direkt für die SolarPEC beim ersten Start erreichen können. Aufgrund des Zwei-Jahres-Zyklus der Messe hat das Krisenjahr 2009 kaum Auswirkungen auf die Fachmessen gehabt. Glück im Unglück sozusagen. Die Wirtschaftszeichen zeigen wieder nach oben. Gut für die Glastec im Jahr 2012.